Das ist Familie Resch aus Aschheim bei München. Anfang Februar kam ihre zweite Tochter Hanna zur Welt. Hanna kam in der 32. Schwangerschaftswoche, mitten in der Nacht und ohne, dass es vorher Anzeichen dafür gegeben hätte. Ich hatte ja schon mal eine Geburt hinter mir, die auch schon relativ komplikationslos verlaufen ist. Genau so habe ich mir eigentlich die zweite Geburt wieder vorgestellt. Ich habe meine Eltern und meine Schwiegereltern informiert, die dann natürlich beide zugesagt haben, dass sie meine ältere Tochter nehmen. Und wir haben uns einfach vorgestellt, wir fahren wieder ins Krankenhaus, dann dauert es 2, 3, 4, 5 Stunden und dann ist das Kind da. Ich bleibe 2, 3 Tage im Krankenhaus und fahre wieder nach Hause. Genau so, wie es eigentlich bei meiner ersten Geburt war. Aber dann kam im 7. Monat plötzlich alles ganz anders. Ich war am Donnerstagabend noch beim Geschäftsessen mit Kollegen und wir haben dann noch darüber gesprochen, ja, Schwangerschaft super. Und um 2 weckt mich dann meine Frau auf und sagt, sie hat, glaubt, sie hat weh. Dann sage ich, ja, kann ja nicht sein, du bist im 7. Monat. Ja, doch, sie hat weh. Dann haben wir einen Krankenwagen gerufen und der hat dann gleich gesagt, mitkommen, weil dem war dann auch nicht ganz wohl in seiner Haut. Und dann sind wir ins Krankenhaus, hat er gesagt, hier kann er nichts für mich tun, ich müsste mitfahren. Dann sind wir ins Krankenhaus gekommen, sind nur noch bis zum nächsten Krankenhaus gekommen, das hier 10 Kilometer weg ist von uns. Da waren wir um 4.15 Uhr und um 4.22 Uhr war die Hanna da. Es waren 2 Wehen und das Kind war da. Es wurde dann sehr, sehr hektisch in dem Zimmer. Das war noch kein Kreissaal, so weit sind wir nicht mehr gekommen. Und das Kind war da, dann schrie eine Hebamme, einen Kinderarzt. Ja, dann lief alles, dann irgendwann lag ich da ohne Kind im Bauch, ohne Kind überhaupt. Dann kam jemand mit einem Inkubator reingefahren, hat gesagt, das ist ihr Kind, wir nehmen sie jetzt mit. Und in einer Viertelstunde lag ich da ganz alleine. Hab gedacht, was ist denn jetzt hier passiert? Und meine Frau hat mich dann angerufen, 5 in der Früh, so, ja, das Kind ist da und den Umständen entsprechend alles okay. Ja, und dann ist mir das eigentlich erstmal bewusst worden, was das jetzt alles heißt und was da jetzt auf uns zukommt. Und alles musste, wie gesagt, organisiert werden und die Kleine musste untergebracht werden. Ja, er hat dann ein paar Stunden später, als es dann wirklich morgen wurde, meine Tochter zu meinen Eltern gebracht, ist dann gefahren und dann sind alle zusammen reingekommen und wir durften einmal die Hanna anschauen. Ja, ich glaube, für ihn war es auch eher sehr, sehr hektisch. Also er hat sich das natürlich auch anders vorgestellt. Baby Hanna hat die ganze Hektik gut überstanden. Die Hanna hat von Anfang an alleine geatmet, sie hat alleine getrunken, sie musste nur ein paar Tage über die Sonde ernährt werden und hat auch sehr gut eigentlich zugenommen. Sie ist jetzt 8 Wochen alt, hat ihr Geburtsgewicht inzwischen verdoppelt. Sie ist mit 2075 Gramm zur Welt gekommen und wiegt jetzt 4500 Gramm. Also es klappt wirklich alles sehr gut. Auch die Hebamme ist sehr überrascht dafür, dass sie ein Frühchen ist. Sie trinkt an der Brust. Und wir haben also wirklich relativ wenig Probleme für ein Frühchen. Ja, da sind wir jetzt heute auch angelangt im üblichen Babystress. Es läuft relativ gut, muss ich sagen. Gut, dass die Nächte etwas kürzer werden, war uns allen klar. Aber im Prinzip läuft es eigentlich sehr gut, muss ich sagen. Und jetzt ist es wirklich wunderschön. Und auch die Emma ist sehr mütterlich, findet, ist ganz stolz auf ihre Schwester. Mag also gar nicht, wenn sie schreit, dann möchte sie auch, dass sie gefüttert wird, weil dann hat die Hanna Hunger. Und also es macht wirklich Spaß. Wirklich schön.